Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Smash Bros. Ultimate. Hier im Story-Modus sind wir letztes Mal in der Stadt stehen geblieben und wollen hier die letzten Seelen befreien. So, hier müssen wir mal den Nebelschutz aktivieren, mit Hilfe unseres Geistes, damit wir überhaupt noch ein bisschen was sehen. Bereit? Los! Boah, auch wieder ein richtig cooles Stage. Der Hintergrund. Okay, jetzt kämpfen wir mit Snake gegen Snake. Aber auch der Hintergrund. Es ist doch einfach mal richtig cool designt und dargestellt. Hier auf dem Kampf auf dem Hochhaus. Richtig nice. Und ich habe irgendwie Gefallen reingefunden. Die Lenkraketen sind mega cool. Und den Sieg gebracht. Aber stark sind sie auch noch, muss man auch dazu sagen. Kyle Hyde. Primär Profi. Ja, ist so was. Aber 2 Sterne ist nicht mehr unser Niveau. Wir sind jetzt eigentlich nur noch auf 3 Sterne fixiert. So, rechts ist eine Truhe. Wir gucken mal oben. Twintelle. Oder Twintel. In Form von Bayonetta. Okay. Gucken wir mal an, machen wir so. Donk City. Ja, die Stages, die sind immer so ein bisschen angepasst, glaube ich, an der Umgebung auch. Das ist eigentlich auch ganz gut so. Und ja, ich sag mal, diese Stadt Level in New Donk City und gerade die City, das passt einfach total. Und ich finde, da haben sie sich Gedanken gemacht und so ganz gut umgesetzt. Und na gut. Der Story-Modus im Großen und Ganzen habe ich schon so gehört und gelesen, der ist relativ lang. Und es werden auch einige Parts kommen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt eigentlich so täglich dabei, dass eine Folge kommt. Vom Story-Modus. Zwischendurch kommt mal eine Folge vom Classic-Modus. Aber wie gesagt, in der Regel ist täglich eine Folge kommt raus. Außer jetzt vielleicht sonntags, da ist meistens ein bisschen schwierig. Da ist man dann auch noch viel unterwegs und muss auch private Sachen noch erledigen. Von daher, unter der Woche, wie gesagt, von Montags bis Freitags, in der Regel auch Samstags, aber ich will mich nicht hundertprozentig festlegen, wird ein Part kommen. Und ab nächste Woche Montag mache ich schon mal eine kurze Ankündigung, wird auch Super Mario Bros. New Deluxe auf meinem Kanal erscheinen. Da wird dann auch täglich eine Folge von kommen. Und ja, das hat sich jetzt so ein bisschen, das war in meiner Umfrage, in meinem anderen Video schon, da hatte ich das mit reingenommen. Am 11.01. ist das Spiel erschienen und es stellte sich die Frage, soll ich ein Let's Play machen, ja oder nein? Und ja, eigentlich, erst war ich so nicht davon so hundertprozentig so überzeugt, sage ich jetzt einfach mal, weil es einfach, es ist eine Neuauflage von dem New Super Mario Bros. U von der Nintendo, von der Wii U. Und dazu gibt es ja schon viele Let's Plays und ja, dachte ich, ist das überhaupt ein Interesse von euch? Und mittlerweile habe ich gemerkt, es sind doch viele, die sich das gerne angucken. Auch wenn es eine Neuauflage ist, dass es eigentlich doch ein sehr beliebtes Spiel ist und das ist auch ein Spiel, was mir Spaß macht. Ich bin nicht so der unbedingt der Mario-Zocker, der Jump-and-Run-Spieler. Allerdings habe ich da mal mega Bock drauf und das ist so ein Spiel, das kann man auch, könnte man auch zu viert spielen. Ich werde das wahrscheinlich mit einem Kumpel nochmal zu zweit spielen und dann, ja, ich sag mal, ein paar Parts together, also Gameplay together spielen. Und ja, wie gesagt, am Montag geht es dann los. Dann werden wir das Ganze einfach mal angehen und da werden wir einfach mal, ja, das Game einfach mal spielen. Wie gesagt, aber ihr müsst nicht traurig sein, also parallel, wie gesagt, wird dieses Let's Play weiterlaufen bis zum Ende, bis wir die 100% erreicht haben. Das heißt, auch nach dem Story-Modus wird es noch weitergehen. Jetzt parallel, klar, läuft der Classic-Modus und nach dem Story-Modus wird es dann weitergehen mit, ja, werden wir die Geistertafel noch machen, die Multi-Smashes und wir werden gucken, dass wir so, ja, so ziemlich alle Geister kriegen. Wenn der eine oder andere fehlt, dann
werde ich die irgendwann mal mit reinschneiden und dann irgendwann diese 100% euch zeigen. Weil ich denke, irgendwann wird es dann auch vielleicht ein bisschen zu langweilig. Gerade wenn es dann so Junior-Geister sind, die, ich sag mal, einfach nicht so viel können, da sind die Kämpfe meist auch ein bisschen langweilig. Und ja, auf jeden Fall, dass wir alles mal einmal so gesehen haben, ne? Das ist der Plan. Und wenn ihr noch was einbringen wollt oder irgendwas unbedingt sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein. Vieles lässt sich umsetzen. Nicht alles, aber vieles. Oh, hier hinten ist ein Schalter. Das könnte für das Tor sein. Hier ist ein 4-Sterne- und ein 3-Sterne-Geist. Okay, wir haben erstmal den Schalter betätigen. Ah, super. Das sind die kleinen Tore hier nur. Okay, hier oben kommen wir dann schon mal weiter. Ah, hier unten ist gut. Da kommen wir dann zu den beiden Schars hin. Allerdings müssen wir da erst den 4-Sterne-Geist Pauline holen. Ich würde ja gerne die Schars da holen. Pauline, was haben wir denn im Wissensbaum? 56. Ja, nur mal wenig Schaden, Angriffe plus. Leichten Angriff plus, nehmen wir dabei. Ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Jetzt die Frage, gehen wir Pauline an? Und wie gehen wir es an? Versuchen wir es mit Snake? Ja, ich bin mir noch unschlüssig, ob das dann so eine gute Idee ist oder nicht. Ja, wir müssen es einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Naja, die Stage, das ist so eine Retro-Stage von Donkey Kong, oder Donkey Kong Land. Ah, ist schwierig, weil man da viel springen muss und hin und her. Und wie ich sehe, wird die Peach auf jeden Fall Unterstützung kriegen von Donkey Kong und Mario. Okay, sie bewegt sich nicht. Dann werden wir erstmal oben. Mario hat schon mal einen Hammer. Den werden wir erstmal abnehmen. Okay, das hat nicht ganz funktioniert. Ey, jetzt haben wir kassiert. Konnten aber den Powerblock einmal aktivieren. Komm her, Mario. Ja, ich glaube, das größte Problem, was hier sein wird, das ist auch wieder die Zeit. Das ist einfach. Also die Peach, in, ja, wenn man so will, die Pauline, bewegt sich gar nicht. Trotzdem, ich werde jetzt versuchen, erst die Gegner hier zu besiegen, um einfach ja, hier Platz zu verschaffen. Was ich sehe, hier kann ich besser kämpfen. Okay, jetzt macht es auch noch ein Schild. Toll, jetzt ist einer die komische Zeitlupe da aktiviert. Ist natürlich nervig. Komm, komm. Wieso ging der durch die durch? Das ist ja schon wieder scheiße. So, wenn ihr gut blockt und ich da versuche hinterher zu rennen, dann komme ich auch nicht hin. Jetzt müsste ihr Schild gleich gebrochen sein. Jetzt hat sie schon wieder ausgewichen, das geht doch gar nicht. Ach komm, das ist ja nervig, toll, so kriege ich die ja nie. So, jetzt müsste sie in Zeitlupe sein, jetzt, ja toll. Ich glaube, naja, jetzt können wir nur eine Rakete schießen und hoffen, dass sie da rausfliegt. Naja, reicht natürlich nicht. Gar nicht einfach, der Kampf. Unsere Strategie war, glaube ich, nicht so schlecht. Wir haben nur ein bisschen sehr lange am Anfang gebraucht. Ich werde es noch einmal versuchen. Falls uns das nicht gelingt, werden wir erstmal weitergehen und in anderen Richtungen uns orientieren und diesen Kampf später nochmal machen. Weil jetzt hier zu viel Zeit verplempern ist genau wie mit dem Boss, wenn wir später stärker sind und besser raushauen können und vielleicht eine andere Strategie haben. Wenn ihr auch schon mal an der Stelle standet und das soweit wart, dann schreibt mir auch gerne rein, wie ihr das gelöst habt, mit welchem Geist und oder auch welche Strategie. Vielleicht kann ich die dann genauso umsetzen und ja, jetzt versuche ich sie zu jagen, aber irgendwie, ja, ich finde das auch immer so wuselig. Die Welt bewegt sich, die Gegner bewegen sich alle, das ist irgendwie, da passiert mir ein bisschen zu viel drumherum, dass ich mich da fokussieren kann gerade. Naja, dann werden wir erstmal schauen. Hier unten ist so eine Truhe. Tiefes Atmen. Sowas als Geist reinzumachen. Ja, ist irgendwie. Weiß ich nicht.
finde ich schon wieder irgendwie so ein bisschen traurig fast schon. Aber gut, was will man da machen? Wir nimmt so hin, wir betteln so weg. Gut ist. Das werden wir schon hinkriegen. Die sind wirklich nicht so die Problematik. So, eine noch. Schön die Keule ins Gesicht. Tritt in the face. Komm hier. Jetzt Rakete und tschüss. Genug mit Fitness. Wir haben das Programm gesprengt. So, was kriegen wir? 20 Lernjuwelen, oh, das hat sich gelohnt. Da haben wir doch schon wieder die Hälfte von dem, was wir ausgegeben haben, vorhin wieder drin. So, dann werden wir hier noch den Sebastian Tutori uns holen. Das gehen wir an mit Mars. Marcy Boy. Ich bin mal gespannt, wann wir die anderen Schwertkämpfer kriegen. Ich habe mal richtig Bock auf Roy bzw. Chrom. Ike, vielleicht kann ich noch ein bisschen mit dem trainieren. War ja mal der Char von Andy, aber wie gesagt, ich will einfach mal ein bisschen mit dem zocken. Mi Schwertkämpfer alternativ, ja. Okay, der kriegt Hilfe in Form von Maloeta. Ein Pokémon. Maloeta. Ich weiß gar nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Und jetzt kommen noch zwei Mii-Kämpfer. Das ist der Super Saiyajin. Nur mit dem gelben Gewand. Vom Rucksack auch. Die Mii-Schützen. Sieht auch irgendwie cool aus. Na, jetzt sind wir runter. Scheiße. Bisschen billig abspeisen lassen. Ja, ich finde es halt immer noch, wie gesagt, mega cool, dass man mit dem Kostüm noch so einen oder anderen Charakter simulieren kann. Das hatten wir ganz am Anfang mal gehabt. Da war Captain Knuddelfisch oder halt, hallo? Ah, ey! Ja, jetzt konnte ich nichts machen. Diese Attacke, da Säuselstimme oder was es darstellen soll, die war jetzt gerade so mies, die hat mich einfach runtergedrückt. Ich konnte gar nichts machen. What the fuck? Wähle deinen Kämpfer! Ja, wechseln wir einmal den Char. Machen wir mal mit Mario eine Runde. Als Bauarbeiter. Ne, auf jeden Fall Captain Knuddelfisch oder Toad wurde dargestellt. Ich denke, dass man Toadette auch kriegt. Und ja, den einen oder anderen, der heißt Isaac von Golden Sun, habe ich schon, kann man schon in der Vorschau gesehen. Und ja, da werden so einige Charaktere und coole Designs auch zur Verfügung sein, dass man so ein bisschen, naja, so leicht simulieren kann. Waluigi natürlich für alle Waluigi-Fans. Er ist ja gar nicht ganz, also er ist zwar nicht offiziell dabei, aber inoffiziell kann man ihn doch spielen. Und sobald wir diesen Skin bzw. dieses Kostüm freigeschaltet haben, dann werden wir auch die ganzen Kämpfer erstellen. Und uns die ganzen Sachen kaufen. By the way, sollte man dann täglich mal in diesem, wenn man in das Obermenü geht, dann unter dem pinken Punkt, unter dem Classic-Modus quasi, den Punkt anwählen. Da ist ein Shop und da sollte man täglich mal vorbeischauen. Da gibt es dann die ein oder anderen auch Kostüme, sag ich jetzt mal. Einige Sachen kann man auch durch den Classic-Modus mit gewissen Charakteren freischalten oder wenn man so und so, welche irgendwelche Meilensteine, Ziele erreicht, erhält man auch das ein oder andere Outfit. Aber wie gesagt, das Einfachste ist, in dem Shop zu kaufen. Yama. Yama von der Genki-Dama. In Form von Luigi. Sturmwarnung. Oh, haben wir jetzt den Geist gewechselt? Ich glaube nicht. Ha, manchmal ist man einfach ein bisschen zu schnell. Okay, Luigi und zwei Bewohner. Und überall Erzkeulen. Gut, mit der Erzkeule kann man auch einen Sturm entfachen.
Oh, wilde Winde. Ja. Hätte man nicht einfach eigentlich drauf pusten müssen? Hatte ich jetzt doch Sturmschutz an? Ich glaube nicht. Nee, haben wir nicht. Weil oben blinkt das noch, oben rechts. So, jetzt ist es durchgestrichen und Haken hinter. Gut, gehen wir das Ganze nochmal an. Vielleicht auch gut, dass wir direkt gestorben sind. Keine Zeit verschwenden, falls wir es dann nicht hätten geschafft. Machen wir es auch einmal direkt und gescheit. By the way, Luigi. Da kommt dieses Jahr auch noch Luigi Mansion 3 raus. Also Luigi als Geisterjäger. In der Geistervilla. Und das ist ein Spiel, so, jetzt ist das schon mal weg. Das ist ein Spiel, da gibt es Bock drauf. Wie gesagt, das hatte ich auf Let's Play auch vorgeschlagen. Wurde auch, glaube ich, ein oder zwei Stimmen sind auf jeden Fall vorhanden. Und von daher wird es wahrscheinlich ein Let's Play geben. Erscheinungstermin ist mir noch nicht bekannt. Werde ich euch aber mitteilen und in meinen Kanal etwas reinschreiben, sobald ich Bescheid weiß. Und dann werden wir das Ganze einfach mal angehen und mal schauen, wie ist das so. Ich habe noch nie Luigi Mansion gespielt, deswegen bin ich da super neugierig drauf. Und ich denke, das werden wir auf jeden Fall dann machen. Nebulo. Hätten sie auch Nebulak nehmen können. Ist bestimmt der Bruder. Oder eine Vorentwicklung, die ist noch nicht bekannt. Riesenfit-Tränen und Meta-Nights, AOKP-Kampf. Naja, die haben alle nur 60. Also leichter ist es, gegen mehrere zu kämpfen, die wenig haben. Der Refit-Trainer, der macht glaube ich gar nichts. Der steht da nur dumm rum. Tatsächlich, ich habe jetzt eine Zeit gewartet, der macht nichts, dann hauen wir den kaputt und fertig. Easy going. Aber wirklich easy going. Sturmresistenz. Ist kein Sturmschutz. Dann ist man halt nur nicht ganz so anfällig. Naja, eigentlich dumm, wenn man das andere hatte, braucht man das nicht. Aber es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wo man lang geht. So, hier unten in der Stadt haben wir bis auf Pauline jetzt alle geschafft. Denn hier ist der Springman von Arms. Das wird dann der nächste sein, den wir dann freischalten. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann Schluss. Ich gehe jetzt wie immer nochmal raus. Dann haben wir die Möglichkeit, in dem Fall Peach freizuschalten. Und ich verabschiede mich schon mal an der Stelle von euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Immer schön sauber bleiben. Und wie gesagt, Montag geht's auch los mit Super Mario Bros. New Deluxe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dabei seid. Wenn euch dieses Game gefällt, dann bleibt auf jeden Fall auch hierbei. Zur Not seht euch beides an. Und wenn ihr mir das zeigt, mit einem Daumen hoch, umso schneller kommt das nächste Video. Und wie gesagt, wenn ihr noch nicht Abonnenten seid, dann sehr gerne lasst ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ich sag mal, bis dahin. Ciao.